Herzlich willkommen wieder, Leute, zu Fire Emblem Awakening. Was für eine Mission, oh Gott, oh Gott. Ihr seht, es ist extrem heftig, was hier gerade abgeht. Die ganzen Flugeinheiten mit ihrem riesigen Range machen hier schon Probleme. Und es fühlt sich alles ein bisschen mehr wie Schach an heute, denn ja, wir müssen ja Tiki beschützen und an sich ist die KI an sich ja nicht mal aggressiv eingestellt. Das ist ja die Besonderheit an dieser Map. Nur wenn man sich direkt vor Tiki stellt, ist es so, dass die KI halt wirklich aktiv angreift. Solange das nicht der Fall ist, sind die immer auf Tiki aus. Das heißt, selbst wenn da ganz viele Leute da dazwischen stehen von mir, ist das überhaupt kein Problem. Die werden mich einfach ignorieren und das hat man auch schon gemerkt. Das klingt jetzt, als würde das alles sehr leicht machen, aber glaubt mir, das ändert nicht wirklich viel. Es ist ziemlich grausam, diese ganze Map, ehrlich gesagt. Und ihr seht es ja auch. Ich meine, die Typen haben riesige Geschwindigkeitswerte etc. Und wir müssen hier wirklich strategisch mal wieder genauestens planen. Ansonsten sind wir ganz schön aufgeschmissen. Oje, oje. Ja, das ist so. Aber keine Sorge, ich habe auch schon mir einen Plan wieder überlegt. Und von daher sehen wir mal, wie das Ganze dann letztendlich tatsächlich ausgehen wird. Den Anfang macht hier Crom mit Lucina zusammen. Die sollten hier nämlich zusammen durchkommen, ohne größere Probleme. Und selbst wenn nicht, hier habe ich eine Menge Backup-Lösungen, die bereitstehen würden an der Position. Von daher kommt erstmal der Bestientöter. Ausgezeichnet, okay, sehr schön. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass hier oftmals die Doppelschläge triggern. Das gibt uns einfach mehr Zeit und das ist hervorragend. Ah ja, jetzt sehen wir auch, wie sich der Range so ein bisschen verändert. Das war nämlich klar, wir standen hier noch im Weg und das muss ich auch sehen, wie sich das verändert. Ansonsten kann ich nicht gut planen. Und wenn ich alles richtig mache, sollten wir Tiki irgendwie auf genau, ich glaube, ein Feld stellen können, da drüben. Der Range dürfte sich genauso ändern, wenn ich alles richtig berechnet habe. Ich habe jetzt offscreen natürlich schon mal geschaut, weil es ist klar, dass diese Mission Zeit in Anspruch nehmen wird. Das ist klar, man sollte die eigentlich nicht so früh machen. Und normalerweise, also im Idealfall hast du ja schon Leute mit Gale Force oder Leute, die halt noch sehr viel schneller sind, sage ich mal. Also sehr viel später erst im Spiel macht man das. Oder man hat halt das nötige Training. Weil dann kannst du halt wirklich mit den Einheitenstärken umgehen. Hier wirst du ja schon schier überrannt von der Anzahl an Gegnern. Ich hole mir jetzt einfach mal Lucina rüber. Du bist natürlich zu angeschwächt, er kann jetzt gerade nichts machen. Ja, es sind nur 36. Aber gut, ich meine, wir werden nicht gleich umgehauen. Und so oder so haben wir auch hier wieder Backup. Ausgezeichnet, okay, noch besser. Das ist halt super wichtig, dass sowas tatsächlich öfter mal auslöst. Das ist eine enorme Erleichterung auf jeden Fall. Jetzt wird es ein bisschen interessanter, glaube ich. Tiki würde ja theoretisch einen Hit tanken von solchen Leuten hier. Das darf man nicht vergessen. Das ist gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Und wir müssen, glaube ich, auch wirklich dafür sorgen, dass unser Avatar hier oben zwei Leute erledigt. So wie das aussieht, ja. Zwei Leute, das wäre ideal, glaube ich. Hoffen wir, dass er auch trifft. Zweimal mit seinen 96% hier. Aber das kriegt er schon irgendwie hin, oder? Ja, ich denke schon. Ausgezeichnet. Das ist doch eine ganze Menge wert. Direkt ein Level-Up für unseren wunderbaren Zauberer hier. Okay. Wie sieht es denn da drüben eigentlich aus, wenn ich mit einem Langbogen angreife? Schade. Kriege ich noch nicht direkt weg, den Typen. Macht aber auch nichts, glaube ich, an und für sich. Ist das gar nicht so schlimm. Aha. Ja, das kriegt man schon irgendwie hin. Wir müssen halt nur richtig gut sorgfältig decken hier drüben. Schauen, dass wir vielleicht auch irgendwie wirklich noch Doppelschläge rausbekommen oder ähnliches. Das wäre halt echt nicht verkehrt. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann. Ist das schon wieder übel. Ist halt echt einfach nur sowas von krass hier, die ganze Situation. Kann ich mir noch irgendwie jemanden rüberziehen? Ist das gerade brauchbar? Ich überlege gerade so ein bisschen. Ja, Libra beispielsweise ist schon praktisch. Ich muss nur mittlerweile auch schauen, dass ich meine Weisen, die auch Stäbe nutzen können, so ein bisschen aufteilen nach links und rechts in der Horizontalen. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, Leute.
Das werden wir dann alles noch sehen. So, hier könnte ich ja theoretisch auch schon mal angreifen, ne? Ja, das ist zwar an sich nicht schlecht, aber doch sehr unzuverlässig auf der anderen Seite. Das ist eher das Problem. Und er hier macht wahrscheinlich auch zu wenig. So ein Crit wäre cool oder einfach, dass Chris mit angreift. Das wäre schon eine Menge wert. Ich meine, Chris an sich macht aktuell 56 Schaden. Gegen den Rest von 9 ist das natürlich absolut vernichtend, das ist klar. Wahnsinn. Also theoretisch würde ein Meisterbogen tatsächlich gehen. Man kann das Risiko eingehen. Auf der anderen Seite, ich stehe ja schon so schön. Und ich meine, jetzt werde ich wirklich hier ein bisschen abgestaut. Ja genau, ich dachte es mir nämlich, ne, wenn wir den irgendwie erledigen können und genauso einfach hier stehen bleiben, so ganz lässig, dann würde sich hier tatsächlich ein sicheres Feld später geben. Also sicher insofern, dass wir natürlich noch diese Einheiten hier erledigen müssen, klar. Also wir kommen noch nicht so ganz weg damit, automatisch. Aber es ist zumindest ein guter Beginn, würde ich sagen. Das ist durchaus in Ordnung. Es müsste hier wirklich nur einer rausgenommen werden. Das ist auch in Ordnung. Jetzt sehen wir mal, wie wir es am besten machen, wirklich. Ich denke, wenn ich hier jemanden beispielsweise, also wenn ich irgendwie Lonzu rüber trainen könnte, wäre das auch nicht unbedingt schlecht. Jetzt ist hier natürlich gerade Zoomia. Ich weiß nicht, was kann ich mit Zoomia am besten machen? Lasst mal überlegen. Zoomia hat ja jetzt keine Distanzwaffe gerade dabei. Das ist vielleicht ein bisschen schade, ich weiß nicht. Ja, ist eine relativ verzwickte Situation. Lass mich einfach mal sorgfältigst nachdenken hier. Wie wir das dann wirklich lösen würden. Im Idealfall. Ja, selbst wenn ich mich da dann hinstelle, ist das immer noch nicht wirklich möglich. Nur für Schützen war der Langbogen so oder so. Das fällt also auch raus. Das sind ja jetzt Assassinen leider. Kommt auch noch dazu. Auch nicht gerade cool. Geht also wirklich absolut nicht. Kann ich nicht machen. Wie organisieren wir uns am besten? Dass da unten natürlich noch ein bisschen was sich tut, wäre dann halt entsprechend wichtig. Ich komme jetzt allerdings auch nicht so weit nach oben, dass ich da oben jetzt irgendwie aufräumen könnte oder so. Auch das ist nicht so wirklich drin, ne? Selbst Lissa kommt nicht so weit. Wobei bei Lissa könnte man vielleicht noch tricksen sogar. Das wäre eigentlich ganz brauchbar. Lissa braucht, naja, deutlich mehr als 5 Speed hier. Also den hier werde ich kaum wegbekommen. Da müsste ich schon hier irgendwie zum Doppeln kommen. Mit 33 Speed sogar ist es durchaus machbar. Ich brauche nur plus 4 Speed. Das wäre, denke ich, durchaus drin mit dem passenden Support. Dann kann ich hier auf jeden Fall ganz spielend leicht clearen. Das wäre beispielsweise durchaus ganz schön schon mal, das zu tun, glaube ich. Das finde ich jetzt gar nicht mal so dämlich, ehrlich gesagt. Ja, aber das Problem ist, naja, wobei doch, den bekommt er ohne Probleme weg. Ich glaube, theoretisch hält Tiki sogar eine Bolganone aus, ne? Also 2 sogar. Ich glaube, so robust ist er dann doch noch, aber wir müssen halt schauen, wie sich's verteilt. Oh, wartet mal, Res 17 bei 41, ne? Okay. Das tankt sie gerade so, wow, auf 1 runter, glaube ich, ne? Wow. Okay. Das ist knapp, aber machbar. Das ist die Hauptsache. Das ist halt echt die Hauptsache. Dann könnte ich hier theoretisch sogar, ja, wenn ich hier ein bisschen fleißig wäre, ein bisschen Glück hätte. Ach, der kommt aber allgemein auch nicht so weit, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, doch, doch. Also das muss schon stimmen da oben. Ich muss hier schon immer noch die Stellung halten. Aber es geht halt auch realistisch. Das ist ganz schön zu sehen. Das freut mich jetzt wiederum. Aber es bedeutet, dann könnte ich hier nicht betanzen. Das ist das andere. Und den könnte ich gegebenenfalls mit Virion auch wegräumen. Das wäre jetzt nicht das große Problem. Ja, Virion ist nicht unbedingt die sicherste Wahl wiederum. Ja, schwierig, Leute. Es ist so schwierig. Weil du hast hier halt einfach, es ist wirklich so ein bisschen wie Schach, weil es geht eigentlich nur darum, die richtige Positionierung zu wählen. Das ist noch nicht mal super wichtig, tatsächlich absolut alles umzuhauen oder so, aber mein Gott. Wenn man einen kleinen Fehler macht, ist man ja wirklich quasi schachmatt gesetzt an der Stelle. Das ist richtig, richtig dramatisch. Jetzt sehen wir doch mal. Ich meine,
Das sind 33 mal 2. Wenn das nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. Also da geht auf jeden Fall einiges damit. Das sollten wir, glaube ich, so umsetzen. Los geht's. Sehr gut, okay. Das hat also ohne Probleme geklappt. Okay. So, jetzt sind die natürlich auch noch sehr resistenzstark. Das kommt nämlich auch noch dazu. Das ist gar nicht mal so cool, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Oh je. Oh je, oh je. Ja, Lissa kommt halt nicht so super weit. Das ist eher das Problem. Jetzt könnte ich sie natürlich mal anderweitig drauf anlegen. Ich weiß ja nicht, wie gut können wir da unten noch decken zusätzlich. Hier sind wir schon genau am Limit. Das wäre schon wirklich dieses eine Feld. Das ist immer noch ausschlaggebend. Auf der anderen Seite, stopp, wenn uns nur einer erreicht, reicht's ja aus. Weil der erreicht uns ja sowieso gerade nicht. Stimmt. Richtig, nicht zu vergessen. Das stimmt ja durchaus. Das ist schon korrekt so. Das stimmt. Momentan ist das ja noch gegeben, dass der uns nicht erreichen würde. Wenn wir also unten clearen können, dann reicht das ja bereits. Aber dann dürfte Virion gerade gar nichts machen. Das fühlt sich irgendwie auch nicht wirklich cool an. Auf der anderen Seite, ne? Gut, ich kann immer mit einem Langbogen den hier schon mal anschießen. Nicht, dass es viel bewirken würde, aber es ist zumindest besser als nichts, ne? Und dann kommen wir auf jeden Fall hier irgendwie durch. Von daher ist das vielleicht noch die klügste Wahl? Es ist zumindest nicht absolut dämlich, das genau so zu spielen, glaube ich. Nieb reite ich ganz gerne da oben irgendwo. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das bringt uns eine ganze Menge, wenn wir ihn dann hochstellen. Ich könnte die eine Stärkung nutzen, dann sind wir im nächsten Zug um einiges besser aufgestellt. Beispielsweise. Vielleicht mache ich das sogar, ganz im Ernst. Jetzt können wir hier doch sowieso eigentlich einigermaßen gut clearen. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Dann machen wir das doch mal. Dann lassen wir das mal. Ach Quatsch, nee, wartet mal. Wenn ich jetzt. Er müsste auf jeden Fall seinen Heal bekommen. Das stimmt, das fällt mir gerade auf. Ja, vielleicht nutzen wir doch die Stärkung aus dem Vorrat hier oben. Ich meine, jetzt hier die Stärkung zu nutzen, würden so vielen Einheiten zugutekommen auf unserer Seite. Auch Lonsu wäre dann erstmal wieder fit. Das bedeutet, wir haben erstmal deutlich mehr Möglichkeiten vor allem. Dann sollte ich aber aufpassen, dass ich hier vielleicht auch schon mal irgendwo angreifen kann. Mensch, das gibt's doch nicht. Ja gut, ich meine, Lissa ist hier eine recht sichere Wahl beispielsweise. Mit der klappt das schon mal ganz gut. Wenn wir sie vielleicht sogar so irgendwie aufstellen. Da haben wir auch noch ein bisschen Flexibilität zu allen Seiten hin. Das ist keine dumme Idee eigentlich. Das würde ich sogar fast sagen, ist wirklich das Beste, was wir tun können an der Stelle. Was mache ich dann mit dir? Na Quatsch, du musst ja sowieso nach drüben. Musst quasi dafür sorgen, dass die Rettung erfolgt. Du bist ja keine Wahl, um diesen Gegner hier wegzuräumen überhaupt. Das kommt auch noch dazu, richtig. Na, dann machen wir das doch wirklich so. Strengen wir uns an, Leute. Schauen, dass wir es irgendwie hinbekommen. Und es sieht ja auch gar nicht mal so schlecht aus. Okay. So allmählich geht der Plan zumindest auf irgendwo. Das ist sehr, sehr schön. Ja, irgendwie kann man es doch schaffen, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Irgendwie geht das dann doch. So, die eine Stärkung, die kommt mir jetzt gerade zugute. Benutze sie. Sehr gut. Stärkung ist zerbrochen. Aber diese Stärkung wird es auch in sich haben. Die brauche ich auf jeden Fall. Yep. Für den Fall der Fälle, hast du einen Bestientöter? Nee, solltest du ausrüsten. Man weiß ja nie. Ein Doppelschlag wäre halt schon ziemlich sick. Ja, nein. Oh. Okay, immerhin die Doppelverteidigung, das ist auch nicht schlecht. So sind wir zumindest immer noch auf vollen Leben, von daher. Das nehme ich mal so gerne mit. Und ein Exitus ist an sich nicht unbedingt schlecht. Jetzt hat er das endlich. Ich denke, wir nehmen zu Beginn einfach mal Geduld raus. Das braucht er jetzt gerade sowieso nicht. Da ist Glück plus 4 gerade etwas mehr wert sogar. Okay. Ja, wunderbar, Leute. Dann würde der hier jetzt zwar rankommen an an Tiki, aber es macht nicht so viel. Das heißt, wir retten sie jetzt rüber. Jetzt wird es Zeit, Leute. Höchste Zeit. Tiki ist erstmal in Sicherheit. Das ist sehr schön. Da würde jetzt einer hinkommen und sie angreifen, das ist klar. Macht aber auch nichts.
Macht halt absolut nichts. Das ist das Schöne daran. Ja, ich weiß nicht. Ist das hier relativ safe? Hm. Ich würde sagen, als allererstes machen wir mal das da drüben, dass wir hier angreifen. Das geht sowieso nicht sehr viel sicherer mehr. Und an sich ist das auch keine schlechte Sache. Erstmal ein bisschen Schaden reindrücken. Besser als nichts. Ich glaube, mit Lon Tzu zusammen könnte ich eventuell schon jemanden wegräumen hier, oder? Wäre halt auch einiges wert, glaube ich. Ah, hier sind auch teilweise schon solche Sachen, wo man dann merkt, ja, vom Range her, dass das halt echt ganz ordentlich funktionieren sollte. Ich glaube fast wirklich, dass wir hier mal ein bisschen uns zusammentun nochmal, oder? Mit Lon Tzu an der Stelle hier klingt das eigentlich nach einem soliden Plan. Ich glaube sogar die Obersten jetzt wegzunehmen ist gerade am sinnvollsten aus diversen Gründen. Aber das werdet ihr dann schon noch sehen. So, bleibe ich beim Schnitter? Das sind jetzt Greifenritter, die halten ja eh nicht so viel aus. Dann macht der normale Schnitter 10. Das heißt, ich mache gerade 46, ne? Dann bräuchte ich also 10 und 10. Aber das andere sind, glaube ich, eh nur 12. Dann ist die Crit Rate mehr wert sogar in dem Sinne. Von daher machen wir das Ganze doch so. Na, kein Crit. Aber das ging auch daneben immerhin. Und ja, sehr gut. Okay, er hat es auch geschafft. Ganz ohne Crits also noch besser. Na also, wer sagt's denn? Das war klar, aber es überlebt sie auch. Ja, satte 100% sogar, meine Güte. Ganz schön scary das Ganze. Aber ja, es war klar, dass Tiki die Runde überstehen würde. Und dadurch haben wir jetzt das Movement beeinflusst. Seht ihr, was die gerade machen? Die fliegen eine ganz bestimmte Bahn. Und das war mein Plan. Oh wow, das hat sich gereimt. Yeah. Nice. Jedenfalls, ja, das war der Plan. Schon mal, das ist sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch mit denen hier irgendwie fertig werden. Was wir allerdings, glaube ich, auch ganz gut auf die Reihe bekommen sollten, so wie das aussieht. Ja, durchaus, durchaus, Leute. Das funktioniert, glaube ich. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wir müssen allerdings hier ganze 4 Einheiten platt bekommen. Naja, wir können hier anfangen schon mal. Mit ihm hier. Oh. Denkt man und wundert sich dann. Oje, oje. Naja gut, du kannst eh gerade nicht so viel machen. Von daher soll mir das auch erstmal recht sein. Und vielleicht kriegst du es ja doch irgendwie hin. Wobei, stopp. Wenn wir Tiki heilen, dann würde sie quasi wieder einen Hit vertragen. Aber können wir das? Ja, was könnten wir durchaus machen mit dir hier unten? Na, das würde durchaus, naja, 44 hoch würde reichen für einen Hit. Dann müsste ich nur 3 Einheiten entfernen. Aktuell ist es wirklich nur wichtig, dass wir durchhalten und Tiki hier rausholen. Das hat wirklich gerade eigentlich alles, was Priorität hat. Absolut, Leute. Ach so, stimmt ja, wir haben noch hier Gaios, richtig? Das sollte eigentlich funktionieren, oder? Hm. Mit Lucina zusammen, wenn sie einen Doppelschlag ausführt, schon. Aber ich kann dann später auch Lucina noch ein bisschen hin und her schicken. Auch das ist eine Option, die wir haben. Außerdem bietet sich ja sowieso ein bisschen die Möglichkeit, quasi den richtigen Wall wieder aufzubauen. Ist allerdings wichtig, dass das hier auch klappt, ne? Dass ich hier irgendwie durchkomme. Vielleicht, ja, ein Crit wäre tatsächlich ziemlich, ziemlich nützlich, aber 20%, ob ich denn 20% Crit bekomme, ist natürlich mal wieder was, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Wie sieht es eigentlich aus mit Olivia? Also sie kommt ziemlich weit, sehe ich gerade, die würde auch bis dahin noch kommen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, naja, ihr könnt wahrscheinlich auch da hochmarschieren dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, es würde gerade so reichen. Von hier aus könnte ich, meiner bewegt sich 6 Felder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, das würde reichen, um einen weiteren Wyvern-Typen auszuschalten. Von daher gefällt mir das. Das machen wir so. Dann ist das hier auch nicht unbedingt schlecht. Aversas Nacht bietet uns Sicherheit. Aus dem Grund benutze ich das Teil hier. Und da wir glücklicherweise ja 2 haben, ich habe ja 1 im Vorrat, ist das sogar eine feine Angelegenheit, das Ganze, weil das Ding darf sich verbrauchen und ich habe glücklicherweise immer noch Backup. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr angenehm. Hat sich gar nicht mal aufgebraucht. Kein bisschen. Das ist sehr schön. Freut mich natürlich nur noch weiter. Ja, da Virion nicht wirklich viel machen kann. Oder wie sieht's hier aus? Ah,
ja, der Silberbogen sind maximal 30, also das kann ich knicken leider. Schade. Ja, du könntest aber auch nicht besonders viel machen, ne? Das ist das andere. Ich kann Mirion aber auch schlecht zu irgendjemandem rüberschicken. Während ich hier durchaus noch ein bisschen zum Beispiel zu Lissa jemanden mal schicken könnte oder so. Also haben wir hier so ein bisschen mehr Optionen sogar. Witzig. Und Miriel sollte eher nach oben rennen, oder? Na, wobei. Wir müssen auch hier schauen, dass wir irgendwie vorankommen später. Ne, Miriel habe ich ja gemeint, soll erstmal Tiki eher heilen. Das wäre fast ein bisschen mehr noch, glaube ich, wert. Jetzt schauen wir doch erstmal, dass wir hier Chris mobilisieren, oder? Der ist halt immer unser sicherster Typ, weil der haut halt alles sofort platt. Und wir brauchen vor allem da drüben jetzt erstmal viele Einheiten, das ist korrekt. Ich denke, es kommt nämlich nur noch ein einziges Mal Verstärkung und dann sollten wir eigentlich hier fertig sein. Und das ist auch ausschlaggebend. Denn Leute, das ist nämlich die Sache. Davon ausgehend, dass keine Verstärkung mehr kommt, ab dann kann man nämlich sicher zu den Seiten retten. Was bedeutet, wir können den Gegner extrem austricksen und sein ganzes Movement endgültig kontrollieren. Weil dadurch muss der Gegner ist so eingestellt, dass er Tiki verfolgt. Ausschließlich, ja. Er wird nie aggressiv gegen uns vorgehen. Aber solange Verstärkung kommt, kann ich Tiki ja nicht wirklich in einen sicheren Radius bringen. Aber sobald die Verstärkung eben nicht mehr kommt, das ist das Ausschlaggebende, dann kann ich hier rübergehen und sagen, okay, retten wir doch Tiki einfach darüber und dann wieder darüber und dann wieder darüber und dann sollte das eigentlich funktionieren. Das war der ganze Plan, den ich eigentlich von Anfang an im Kopf hatte. Das ist auch ein komplett eigener Plan. Ich bin sehr gespannt, ob das tatsächlich jetzt gar umsetzbar ist. Aber bisher sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wenn das wirklich funktioniert, dann ist das bisher der genialste Plan, glaube ich, den ich umgesetzt habe in FE. Wirklich. Also ist ziemlich krass dann. Und dann bin ich da auch, glaube ich, ziemlich stolz drauf irgendwo. Doch, muss ich schon sagen. Das wäre halt schon richtig, richtig cool. Ich weiß auch nicht. Wenn das jetzt alles wirklich so aufgeht, dann darf man sich da halt, glaube ich, echt auf die Schulter klopfen. Ich finde das einfach richtig, richtig cool. Das ist einfach so unglaublich ums Eck gedacht, um die Mission halt irgendwie so zu meistern, dass es halt auch mit solchen Ressourcen hier geht, ohne großartiges Training und was weiß ich alles. Und das ist halt einfach super cool. Das macht halt auch eine Menge Laune, wirklich mal was so zu meistern. Weil ich glaube halt echt, dass das super aufgehen wird. Ich habe da ein echt gutes Gefühl dabei, muss ich sagen. Es ist halt irgendwie schon cool. Keine Ahnung. Ich finde das super. Wirklich, Leute. Ist doch einfach mal schön, so ein bisschen unkonventionell zu sein. Mal etwas auf eine eigene Art und Weise zu lösen. Ich mag das, das ist cool. Das macht halt richtig viel Laune. Es war total fordernd, aber ich habe gerade richtig, richtig Laune bei dieser Mission. Das glaubt ihr kaum. Einfach weil sie halt so unglaublich fordernd ist und mit der Strategie halt auch irgendwo trotzdem sehr originell gelöst werden könnte. Das ist das Schöne. Ich mag sowas, das ist cool. Das macht halt einfach super viel Spaß. Okay. Ja gut, dass er aufräumt, das können wir auch skippen, ganz im Ernst. Ich meine, es ist kein Wunder, also bitte. Und hier zusammen auch mit Lissa und so, das ist halt alles... Das funktioniert einfach, wisst ihr? Das geht auf, das sieht man sofort. Das funktioniert einfach, das ist einfach schön so. Okay, da kriegt man eine ganze Menge jetzt ab. Vielleicht ist hier sogar sowas wie Chrom besser geeignet, ich weiß nicht. Du kommst ja maximal bis dahin, aber Gaius gibt uns auch zusätzlich noch ein bisschen Support später. Du hast ein Dimensionsfälschen? Nein, hast du nicht. Das ist in dem Fall wichtiger. Mehr Effektivschaden. Na dann, hau doch Gaius mal mit drauf. Na komm. Ja, sehr schön, Leute. Hervorragend. Wer sagt's denn? Und so geht auch die nächste Strategie irgendwo ganz gut auf. Ja, das gefällt mir, ist in Ordnung. Klar, es ist natürlich eine Menge Schaden, was wir auch einstecken müssen, aber wir halten das aus. Wir schlagen uns gut. Autsch. Das war übelst viel Schaden, was wir teilweise abbekommen, aber hey. Wen interessiert's? Und wir haben jetzt auch noch Bewegung sammeln zusätzlich, sehr schön. Ist jetzt nur die Frage, was dann später an Verstärkung noch nachrückt von dort. Aber an und für sich geht das gerade phänomenal gut auf. Und das finde ich klasse.
Genau, du musst sie später rausretten, du bist also erstmal keine Option. Und hier müssen wir erstmal so draufhauen. Lonzu in dem Fall bitte einen Würmtöter ausrüsten, ganz wichtig. Dann macht der Typ auch ordentlich Schaden mal. Yep. Ganz, ganz wichtig, dass wir da so reingewechselt haben jetzt. Yes, das ist viel Schaden. Ja, Leute. Yes. Alles ausgelöscht. Seht euch das an, das Feld ist frei. Wir können halt tatsächlich jetzt Tiki darüber schicken. Und meine Güte, ist das klasse. Ich finde das jetzt schon großartig. Einfach nur genial. Was man nicht manchmal so alles sich einfallen lassen kann, oder? Ist doch super. Das macht einfach gerade richtig viel Laune, wie man sich vorstellen kann auch. Genial. Ich glaube wirklich, unser Plan geht jetzt auf. Jetzt hat das Ganze halt wirklich so Substanz. Ich könnte, ja, wenn ich Tiki jetzt hochhalte, ich weiß nicht. Ist das gerade angebracht? Lass mal sehen. Später muss Miriel noch in der Lage sein, Tiki rüber zu retten. Das ist noch ganz, ganz wichtig später. Dass wir quasi dann wirklich Tiki hin und her ziehen. Das wird total lustig. Das sehe ich jetzt schon. Das wird super, Leute. Das wird ein Riesenspaß, weil der Gegner kann halt echt nichts machen. Er weiß gar nicht, was ihn erwartet, wirklich. Der Gegner weiß nicht, was da auf ihn zukommt. Das ist super. Das macht so viel Laune einfach. Es ist herrlich. Lass mal schauen, wie ich die jetzt genau verteile. Allerdings haben wir jetzt auch so einen richtig schönen Wall aufgebaut gleichzeitig. Das ist klasse. Es ist einfach nur klasse. Ja, später kann ich dann zu Lissa rüber, genau. Dann können wir sie sofort rausretten. Aber ich brauche irgendwie noch ein paar Einheiten hier. Ja gut, du bist ja auch dann schon langsam auf dem Weg. Das trifft sich ja eigentlich ganz gut. Gut, ich brauche Chrom erstmal noch in der Nähe, trotz allem. Sehe ich. Aber kein Thema. Jetzt retten wir erstmal Tiki nach oben, würde ich sagen. Und damit sind wir erstmal mal wieder fein raus. Bitteschön. Wie sieht das aus, oder? Sieht doch super aus. Hahaha. Genial. Ich finde das klasse. Einfach nur genial. Sowas von ausgetrickst und feind. Voll verarscht, Leute. Voll verarscht. Ha. Aber vielleicht sollte ich mich nicht zu früh freuen, ich weiß nicht. Man muss immer noch auf der Hut irgendwo sein, aber hey. Egal. Okay, kein Crit, aber du hast getroffen. Das ist in Ordnung bei der Trefferquote. Da ist das doch ein gutes Ergebnis. Vielleicht könnte Chrom drüben finishen. Ich weiß nicht, soll ich ihm das machen lassen? Das könnte ein bisschen risky sein. Der Feind könnte sich jetzt eher nach da orientieren wiederum. Er wird auf jeden Fall nach da drüben fliegen. Es kommt aber noch Verstärkung, das weiß ich. Wie auch immer. Wir müssen uns hier, glaube ich, eher bereithalten, dass wir gegen alles pushen können, was jetzt noch kommt. Sollten wir irgendwo nicht schnell genug sein, zum Beispiel, ist das ja sehr problematisch. Von daher sind wir mal auf der Hut. Kann ich mich hier noch so ein bisschen abschirmen eigentlich? Geht das? Zumindest nach unten hin, glaube ich, schon, oder? Aber nee, ich brauche auf jeden Fall die Flexibilität hier an der Stelle. Das ist, glaube ich, wichtiger. Wir müssen mal sehen. Wie weit kommst du nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 beispielsweise nur bis dahin. Ja, wir brauchen die Flexibilität, wie schon gesagt. Zur Not. Das ist jetzt immer noch wichtig. Und du heilst dich noch um 2 KP dadurch. So, jetzt wird's super spannend. Es kommen tatsächlich sehr viele Wyvern-Leute. Das ist sehr gut. Und der Boss bewegt sich ab jetzt auch. Das müsste das letzte Mal sein, dass sich Verstärkung hier auftut, da sich der Boss jetzt bewegt. Das ist nämlich das ausschlaggebende Zeichen auf dieser Map. Ihr seht, es ist unglaublich, was da durchkommt. Also eine Wahnsinnsmasse an Gegnern. Da aber keine Verstärkung von den Seiten mehr kommt, sollte unsere Strategie möglich sein. Oh Gott, es sind sogar Sammler mit dabei wieder. Aber seht ihr, was ich meine? Wenn wir die hier beseitigen und dann Tiki darüber retten können, dann sind wir fein raus. So, wir müssen auch noch berücksichtigen, Tiki hält einen Schlag wieder aus von einer Einheit. Das ist kein Problem. Das dürfen wir auf uns zukommen lassen. Das ist absolut kein Thema. Das ist total wichtig zu wissen. So, wir haben hier ja Leute mit 29 und 32 Geschwindigkeit. Das heißt, unser guter Avatar hier hat 37 und würde beide doppeln. Das ist ja auch genial, Leute. Ja, und ich komme sogar weit genug. Das heißt, nicht mal diese Leute hier sind ein Problem für mich. Leute, die Strategie wird aufgehen, ich sehe es. Und das ist eine göttliche Lösung für diese Mission. Ich weiß nicht, ob jeder meine Strategie jetzt gerade durchschaut hat, aber ich bin super happy darüber. Ganz im Ernst,
Das habe ich mir alles so vorher noch einfallen lassen, vor der Mission, auch mit den Geschwindigkeitstränken und so, alles schön berechnet. Das war wirklich kompliziert und ich bin gerade super froh, dass das halt echt aufzugehen scheint. Ihr glaubt das gar nicht, das ist wirklich ein genialer Plan, glaube ich, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Weil auf die Lösung muss man kommen, halt Tiki hin und her zu retten und dann einfach zu den Seiten zu schicken und den Gegner zu verwirren. Weil man kann das halt klasse ausnutzen, weil jetzt kann ich hier halt super trainieren bei der Mission. Es wird später dann so ablaufen, dass der Rest an Einheiten, jetzt kommt ja keiner mehr, jetzt sind das 27 Stück. Nein, die werden wir jetzt alle schön dezimieren und können auch schwächeren Einheiten dadurch noch Erfahrungspunkte schenken. Das ist doch super, oder? Wir können das jetzt wirklich schön organisieren und jeder kriegt so ein bisschen Erfahrung. Das wird alles super unproblematisch. Und das wird einfach genial. Weil die KI-Einstellung ist nun mal nicht aggressiv auf dieser Map und das ist halt das Ausschlaggebende. Dadurch kann man den Gegner also richtig schön reinlegen. Herrlich. Einfach ein Traum. Normalerweise geht man halt hier wirklich davon aus, dass man schon mit Gale Force und so angreift, schon mit den richtig krassen Zeugs, ne? Vielleicht gleich in Zug 1 schon mal loslegt, auch mit Distanzmagie, dass man gleich ein paar rausnimmt und so, aber nö, Leute. Schwache Einheiten, bisschen Management mit Rettungsstäben und die Sache läuft. Rettungsstäbe sind auf jeden Fall immer auf eurer Seite, Leute. Ich glaube, das ist schon wieder ein gutes Beispiel, warum die Dinge einfach ein Traum sind und man sich häufiger darauf verlassen sollte. Auch natürlich aus erfahrungspunkttechnischen Gründen, wie man hier sehen kann. Libra ist immer noch fleißig am Leveln, Miriel ist fleißig am Leveln. Wo ist er gerade? Da drüben noch, ja. Und das ist halt einfach eine klasse Sache. Ich finde das genial, das ist wirklich super. Denkt daran, Leute, das ist wirklich cool. Das macht super viel Laune gerade. Oh, ich kann es kaum abwarten jetzt. Das wird super beim nächsten Part. Das dann gar zu lösen, ein Traum. Auf jeden Fall, Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Awakening.